Céline Dions ältester Sohn René Charles feiert seinen 21. Geburtstag. Die Sängerin richtet an ihn rührende Zeilen auf Instagram. Céline Dion, 53, feiert mit einer liebevollen Instagram-Nachricht den 21. Geburtstag ihres ältesten Sohnes René Charles. Danke vielmals, dass du uns das wundervolle Geschenk gemacht hast, deine Eltern zu werden, schreibt die Sängerin zu einem Bild, das ihren Sohn als Baby zeigt und das offenbar kurz nach der Geburt entstanden ist. Dion hält den kleinen René Charles im Arm, daneben steht sein Vater René Angélil, der 2016 verstorben ist. Seit diesem Tag sehe sie freudig dabei zu, wie René Charles aufgewachsen ist. Und sie sei stets gerührt, wenn sie die Intelligenz, die Großzügigkeit, den Mut und die große Empfindsamkeit ihres Sohnes sehe. Er solle weiterhin die Welt erkunden und vor allem auf sein Herz hören, in dem Wissen, dass du für immer von unserer Liebe getragen wirst. Dion wünsche René Charles in ihrem Namen und dem seines Vaters und seiner Brüder einen schönen Geburtstag. Sie war mit Angélil seit 1994 verheiratet. 2001 kam René Charles zur Welt, 2010 dann die Zwillinge Nelson und Eddie. Ihr Ehemann starb 2016 an den Folgen einer Krebserkrankung. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gut geht. Im Rahmen seines Todestags hatte Dion sich ebenfalls kürzlich bei Instagram gemeldet. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gut geht, schrieb der Weltstar. Ich vermisse dich. Auch anderweitig waren die vergangenen Wochen wohl hart für die 53-Jährige. Wegen gesundheitlicher Probleme musste sie alle ausstehenden Nordamerika-Termine ihrer Courage-Welttournee absagen. Die Sängerin war zuletzt wegen schwerer, anhaltender Muskelkrämpfe behandelt worden.